gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Raumgewinn ist ein Trendsetter, ist Inspiration. Es fängt schon damit an, wenn Sie reinkommen. Wow, was ist denn das hier? Im Raumgewinn sind wir für Sie da, damit Ihr Traum vom eigenen Haus oder der sanierten Wohnung wahr werden kann. Unsere Kunden sagen, wir brauchen jemanden, der uns an die Hand nimmt und die ganze Sache für uns stressfrei gestaltet. Eben aus einer Hand, lass uns das gemeinsam angehen. Besuchen Sie uns in Dresden, Gerockstraße. Die Operngala in Doberlug-Kirchhain mit Weltstar Rolando Villason und dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt. Am 22. Juni auf der Schlosswiese in Doberlug. Ein Erlebnis mit klassischen Opernhits von Mozart bis Verdi und Ohrwürmern der Operette. Und mit einem Feuerwerksspektakel der Sonderklasse. Jetzt schon Karten sichern. Online über spk-elbe-elster.de/Ticketshop. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Monats der Drehscheibe Lausitz heute am 31. Januar. Schön, dass Sie uns wieder zuschauen. Gestern Abend leuchteten nicht nur die Blaulichter bei der Feuerwehr in Pulsnitz, sondern auch die Gesichter der vielen Kameraden. Der Grund war ein nagelneues Fahrzeug, auf das man hier schon lange gewartet hatte. Nach rund 3 Jahren Wartezeit konnte die Pulsnitzer Feuerwehr endlich das nagelneue Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 in Empfang nehmen. Mit Feuerwerk und großem Tamtam wurde die Ankunft des Fahrzeuges regelrecht zelebriert. Also wir haben das Fahrzeug im Dezember 2021 schon bestellt, mussten jetzt lange warten, bis es nun hier auf dem Hof steht. Grund für die Verzögerung waren Lieferschwierigkeiten, wie das jetzt eben überall in allen Branchen aktuell ist. Das hat uns einiges an Nerven gekostet, aber wir sind umso glücklicher, dass wir das Auto heute hier in Pulsnitz in Empfang nehmen konnten. Rund 500.000 Euro hat die Stadt Pulsnitz in das Fahrzeug investiert. Hinzu kamen verschiedene Förderungen, unter anderem vom Landkreis. Spätestens im April will man das Fahrzeug dann auch offiziell in Betrieb nehmen. Vorher will man mit verschiedenen Schulungen die Kameraden fit machen für den Umgang mit dem neuen HLF. Also es war ein langer Weg zu dem Fahrzeug. Wir haben, wie gesagt, 2021 das Ganze bestellt, aber es war schon vorher viel Arbeit notwendig, um das Ganze vorzubereiten. Unser altes Löschgruppenfahrzeug ist schon weit über 30 Jahre alt und da war es wirklich nötig, dass wir jetzt uns Gedanken über ein neues Einsatzfahrzeug machen. Und dann musste eine Ausschreibung gemacht werden, es mussten Angebote eingeholt werden, da wurde das Ganze bestellt. Und dann gab es, wie gesagt, noch die Lieferschwierigkeiten, dass die Hersteller nicht rechtzeitig die Sache an Material ranholen konnten. Und jetzt, die letzten Wochen, ging es dann doch etwas schneller. Das Auto wurde zusammengebaut, wurde beklebt, wurde gestaltet, abgenommen und so weiter. Und nun steht es endlich hier bei uns im Pulsnitz. Die Freude war den Kameraden der Pulsnitzer Feuerwehr anzusehen. Insbesondere die vielen Extras des nun modernen Löschfahrzeuges werden die Arbeit der Kameraden deutlich erleichtern. Wir haben viele neue Dinge auf unserem neuen Fahrzeug. Zum Beispiel unter anderem den Sprungretter, den hatten wir vorher nie drauf. Ansonsten auch neue Technik für technische Hilfeleistungen, den Schere-Spreizer, die neueste Technik davon. Ja, und alles nach neuesten Hygienevorschriften vor allem. Genau. Aktuell hat die Feuerwehr in Pulsnitz 75 Mitglieder. 39 Kameraden und Kameradinnen befinden sich in der aktiven Abteilung und 9 gehören der Alters- und Ehrenabteilung an. In Sachen Nachwuchs sind bei der Pulsnitzer Wehr 18 Kinder und Jugendliche aktiv und weitere 9 Kids werden in der sogenannten Löschi-Gruppe für die Jüngsten mit Spiel und Spaß an die Aufgaben der Jugendfeuerwehr herangeführt. Wie jedes Jahr organisierte der gemeinnützige Verein Dorfclub Kleine Spree in Burg diese von außen recht merkwürdig anmutende Tradition. Doch so wird hier und an vielen anderen Orten der Lausitz der Winter vertrieben. Fast 60 Leute aus dem Ort nahmen teil, als es am Wochenende wieder losging. Von Haus zu Haus liefen Männer und Frauen in bunter Verkleidung, begleitet von einer Kapelle. Für Geld und Sachspender gab es dann Musik und Tanz und natürlich auch einen Schnaps für den, der wollte.
Neben Geld wird traditionell auch Essen und Trinken gespendet. Besonders Eier haben eine wichtige Rolle. So gibt es auch die Eierfrau meist denjenigen Mann, der zuletzt geheiratet hat, der das fragile Gut verwaltet. Das eingenommene Geld kann der Dorfclub gut verwenden, denn zahlreiche Aktivitäten rund ums Jahr werden vom Club organisiert. Das Dorffest, Ostersuche, Maibaumstellen sowie Halloween für die Kinder profitieren davon. Das ist gelebte Traditionspflege. Zum traditionellen Dreikönigssingen hat Elbe-Elster-Landrat Christian Jaschinski auch in diesem Jahr wieder Sternsinger aus Schulen der Kreisstadt Herzberg-Elster empfangen. Sie überbrachten gemeinsam mit dem Gemeindepädagogen des evangelischen Pfarrbereichs Herzberg-Elster, Thorsten Jachalke, ihren Segen. Träger der Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk Die Sternsinger und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Seit ihrem Start 1959 ist sie eine der größten Solidaritätsaktionen von Kindern für Kinder weltweit. In diesem Jahr soll das gespendete Geld der Region im Amazonasgebiet zugutekommen. Der Brauch des Dreikönigssingen zählt in Deutschland seit 2015 zum immateriellen Weltkulturerbe. Christus mansionem benedicat. Christus segne dieses Haus auch im Jahr 2024 für alle, die hier eingehen und aus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Kurz und kompakt geht es weiter mit unseren Kurznachrichten aus der Lausitz. Wenn man älter wird, plagt es einen das Zipperlein, doch die Versorgungslage im gerade ländlichen Raum ist nicht immer ideal. Es ist ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte der Sana-Kliniken Niederlausitz, dass die Klinik nun erstmals als Endoprothetikzentrum zertifiziert wurde. Wer also nicht nur Rücken, sondern Knie und Hüfte hat, ist im Lausitzer Seenland jetzt gut aufgehoben. Das Krankenhaus Senftenberg der Sana-Kliniken Niederlausitz ist erstmals als Endoprothetikzentrum zertifiziert worden. Das geht aus einer Mitteilung des Klinikums hervor. Damit ist die qualitativ hochwertige Versorgung von Patienten aus dem Süden Brandenburgs, die aufgrund von Verschleiß oder Verletzungen ein Ersatzgelenk an Schulter, Ellenbogen, Hüfte oder Knie brauchen, gesichert. Die Patienten profitieren im neuen Zentrum von der Erfahrung und Kompetenz eines multiprofessionellen Teams unter der Leitung von Oberarzt Dr. Christian Schmidt, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie. Die Sanierung des Spremberger Bürgerhauses wird länger dauern und teurer als geplant. Wie es aus dem Rathaus heißt, wurden erst nach und nach neue bauliche Defizite entdeckt. So traten beispielsweise Feuchtigkeitsschäden bei der Demontage der Akustikdecke im Ratssaal zum Vorschein. Auch beim Brandschutz, welcher bei der letzten Sanierung 2007 nicht richtig umgesetzt wurde, muss nachgearbeitet werden. Prognostizierte man im Mai letzten Jahres noch eine Gesamtkostensumme von 5,3 Millionen, so geht man jetzt von 6,6 Millionen Euro aus. Ziel der Umbaumaßnahme am Bürgerhaus ist eine architektonische Umgestaltung innen wie außen. Die Verbraucherzentrale warnt derzeit in Hoyerswerda und Umgebung vor Trickbetrügern. Mit auffälligen Flyern im Briefkasten werden Leistungen eines Polster-Service angeboten, die durch handwerklich spezialisierte Mitarbeiter ausgeführt würden. Eine solche Firma sei aber nicht bekannt. Die Verbraucherzentrale empfiehlt Bürgern eindringlich, bei solcherlei Angeboten genau hinzuschauen und Anbieter kritisch zu prüfen. Bei Fragen rund um Bauleistungen, Werk- und Kaufverträgen steht die Verbraucherzentrale in Hoyerswerda unter 03571
406 492 zur Verfügung. Die Jugendfeuerwehr Lauchhammer hat aktuell 101 Mitglieder. Das ist der höchste Stand seit Bestehen der Jugendfeuerwehr, so Stadtjugendfeuerwehrwart Ronny Kretek auf der Jahreshauptversammlung der Wehr im Feuerwehrstützpunkt Lauchhammer Mitte. Innerhalb eines Jahres konnte man 20 neue Jugendfeuerwehrmitglieder begrüßen. Zurückzuführen sei der Zuspruch vor allem auf die hervorragende Arbeit aller Jugendfeuerwehrwarte, so Kretek. Die insgesamt 65 Jungen und 36 Mädchen der Jugendfeuerwehr Lauchhammer sind in 4 Jugendgruppen gegliedert. Die Löschzüge Lauchhammer Mitte und West haben jeweils 35 Mitglieder, der Löschzug Grünewalde 16 und der Löschzug Kostebrau 15 Mitglieder. Teil der Jugendfeuerwehr kann man nach der Vollendung des 10. Lebensjahres werden. Wir wagen jetzt einen kleinen Ausblick auf kommende Projekte in Hoyerswerda. Mein Kollege Bernd Vogawa hat sich dazu mit Axel Fizek, dem Vorstandsvorsitzenden der Lebensräume Hoyerswerda, getroffen. Immerhin wird die Genossenschaft in diesem Jahr, vorausgesetzt man rechnet auch die Zeit vor der Wende mit ein, 70 Jahre alt. Was neben den Feierlichkeiten des Geburtstages, beispielsweise mit Blick auf die neue Künichter Heide, sonst noch vom Lebensräumechef zu erfahren war, seien Sie gespannt. Hallo und willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung. Das alte Jahr ist rum, ein neues hat begonnen und wir wollen jetzt in unserer Sendung vorausschauen auf das Jahr 2024 aus Sicht der Hoyerswerda Genossenschaft Lebensräume, und das mache ich in bewährter Weise natürlich mit dem Chef, mit Axel Fizek. Wir sind ja hier in der Wohnlounge im Lausitz-Center und das hat seinen guten Grund. Genau, es gibt etwas zu feiern. Wir sind im 4. Jahr. Immerhin 4 Jahre sind schon vergangen, dass wir hier erstmalig die Tür geöffnet haben, nachdem wir uns überlegt haben, wie kommen wir näher zu unseren Mitgliedern ran, wie können wir einen besseren Kundenservice bieten. Damals waren wir nicht so richtig sicher, ist das ein guter Weg, nehmen das unsere Kunden an, und heute nach 4 Jahren können wir konstatieren, doch, es war eine ganz richtige Entscheidung. Wir sind sehr lang für unsere Kunden hier da. Sie haben sich auch inzwischen daran gewöhnt, dass man hierher kommt und es viel bequemer ist, wenn man sowieso einkaufen ist, hier auch gleich bei uns vorbeizuschauen, wenn man ein Thema hat, wenn man eine Wohnung sucht oder wenn man irgendwo eine Ausfahrt bei uns mitbuchen will. Alle unsere Themen können hier behandelt werden und dafür sind wir Herrn Henke sehr dankbar, dass wir hier rein durften, dass wir mit ECE das Experiment gewagt haben, sowas erstmalig zu machen. Und heute können wir nach 4 Jahren sagen, alles richtig gemacht. Und wir freuen uns, wenn es heute auch Nachahmer gibt. Uns ist gemütlich, auf alle Fälle. Wir sitzen ja gern hier, wir machen ja gerne unsere Gespräche von hier aus. Ist denn jetzt die Niederkirchner Straße zu? Die wird nicht abgerissen. Also der ist auch nicht geschlossen. Aber so wie Sie es aus einem guten Autohaus kennen, da gibt es die Auftragsannahme, das ist hier. Und in der Niederkirchner Straße, in unserer Verwaltung, dort wird dann abgearbeitet, dort wird produziert. Da gibt es auch Termine natürlich, dass man dort spricht. Aber für uns ist es schwierig, eine Doppelbesetzung zu haben und für die Kunden auch zu überlegen, wann ist denn jetzt gerade Sprechtag oder nicht. Und deswegen haben wir es ganz einfach gemacht. Kommt hierher, hier ist immer jemand da, der einen freundlich begrüßt und freundlich die Themen aufnimmt, die es zu klären gilt. Themen ist ein gutes Stichwort. Vor welchen Herausforderungen steht denn die Genossenschaft in diesem Jahr? Ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir in nicht einfachen Zeiten leben. Und das geht auch an uns nicht ganz spurlos vorbei. Wir haben mit steigenden Kosten zu rechnen in allen Positionen, ob das Verwaltungskosten sind, ob das Material ist, ob das die Handwerkerleistungen sind. Und das macht sowohl das Instandhalten als auch das Neubauen natürlich schwierig. Wir haben es mit steigenden Energiekosten zu tun. Hier in Hoyerswerda sind wir natürlich noch in einer sehr komfortablen Situation. Wir haben dank der guten Beziehung zu unseren Versorgungsbetrieben und dank unserer Fernwärmeversorgung relativ günstige Energiepreise noch. Aber wir stehen ja vor einer Wärmewende und das sind riesengroße Themen, die nicht nur den Versorger betreffen. Wie werden wir künftig die Wärme erzeugen, sondern auch, welche Auswirkungen hat das auf uns? Was müssen wir in unseren Gebäuden noch tun? Was müssen wir da noch investieren? Und das ist noch nicht ganz klar. Da ist noch für mich so ein gewisser Schleier darüber, wo wir jetzt in dem Jahr 24, aber auch in den kommenden Jahren gemeinsam mit allen Partnern intensiv arbeiten müssen. Wie kriegen wir dieses Thema
so gewuppt, dass später auch unsere Bewohner diese Kosten tragen können. Der Finanzierungsmarkt ist schwierig. Wir bekommen heute nicht mehr die Darlehen zu den günstigen Konditionen wie vielleicht vor 4, 5 Jahren. Und das sind Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber wir sehen auch Chancen, Chancen in dem Strukturwandel, in dem wir mittendrin sind. Nicht? Vor kurzem haben wir noch gesagt, wir stehen am Anfang. Inzwischen gibt es ja schon ganz viele Gebilde am Horizont, die wir als sehr realistisch sehen. Und diesem Strukturwandel, dem wollen und müssen wir uns stellen und sehen dort auch die Möglichkeiten, hier gemeinsam mit der Stadt uns weiterzuentwickeln. Wie sieht es denn mit Bauvorhaben in diesem Jahr 2024 aus bei den Lebensräumen? Ja, da ist schon einiges sehr konkret angearbeitet. Das erste Projekt, was dieses Jahr in den Bau gehen soll, ist ein Umbau eines vorhandenen Objektes. Die Gneisenauer Straße, das ist der Block an der Bundesstraße hinten am Cottbusser Tor, der soll ab Mitte dieses Jahres komplett umgebaut werden. Wir haben dort vor, seniorengerechtes Wohnen zu installieren, weil wir wissen, aufgrund der demografischen Entwicklung, da gibt es eine Riesennachfrage. Und wenn ich so etwas anbieten will, dann muss ich richtig in die Bausubstanz rein. Deswegen war es notwendig, auch den Bewohnern dort neue Angebote zu machen und erstmal den Block freizuziehen. Und an der Stelle will ich mich ganz herzlich bei allen, die dort jetzt davon betroffen sind, dass sie umziehen müssen, bedanken für die doch sehr große Akzeptanz und Bereitschaft. Ich weiß, dass so ein Prozess nicht immer einfach ist, aber bisher haben wir den Eindruck schon, dass wir die betroffenen Mitglieder dort sehr gut betreut haben. Viele sind inzwischen schon umgezogen und bis Mitte des Jahres wollen wir den Block so weit frei haben, dass wir dann im Sommer beginnen können mit dem Entkernen. Ende nächsten Jahres soll es fertig sein. Seniorengerechtes Wohnen mit Betreuung auf höchstem Niveau in einem Block, der dann ein neues Leben hat. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen auch für die Entwicklung. Also das wird eins der nächsten Vorhaben sein. Und nicht ganz neu ist unser Projekt an der Bonhoeffer Straße, direkt an der Schwarzen Elster. Da sind wir noch in den Planungen. Auch hier haben wir neues Wohnen vor. Dort soll etwas ja neu errichtet werden in Kooperation mit einem Betreiber eines Biomarktes mit lokalen Produkten, mit frischen Produkten. Da ist es im Neubau noch etwas komplizierter und schwieriger. Ich hatte etwas über die Rahmenbedingungen gesagt. Deswegen sind wir hier noch beim guten Überlegen, wie man mit all diesen Widrigkeiten umgeht und was man dort dann errichtet. Fakt ist, wir wollen ein Wohngebäude kombiniert mit diesem Einzelhandelsunterlagerung dort bauen. Das Ganze soll ungefähr 35 bis 40 WE umfassen. An einem solchen Standort, das ist sehr hervorragend gelegen. Und wir wollen den Themen der Zeit entsprechend dort auch ein sehr hochwertiges energetisches Konzept realisieren. Wir wollen also fast energieautark sein und es soll für die Bewohner dann bedeuten, dass sie eine sogenannte Flatrate bezahlen. Das, was wir alle vom Handy kennen, nicht? Wir zahlen heute irgendeinen Betrag, 20 Euro, 30 Euro pro Monat und dann können wir telefonieren so lange, wie wir wollen. Und das wollen wir übertragen auf diese Wohnung. Wir haben also ein Energiekonzept, was sagt, du wohnst darin, es wird aber keine Energie mehr abgerechnet, weil sie kommt von der Sonne, es wird noch etwas zugekauft und damit ist Kalkulierbarkeit für alle da und es ist ein nachhaltiges Thema. Man kann dort modern auf diese Art und Weise wohnen. Das wird aber noch ein bisschen Planung bedürfen. Wir sind da mit den Fachexperten intensiv in Gesprächen und ich denke, dass wir da bis Jahresende jetzt Klarheit haben, wie sich so etwas darstellen lässt und dann auch in die Realisierung gehen. Klingt nach einer ganz spannenden Geschichte, nach einer interessanten Geschichte. Bleiben wir noch mal ganz kurz beim Thema Bauen. Das Thema Neue Künigter Heide wird ja kontrovers diskutiert in Hoyerswerda. Es gibt viele Befürworter, es gibt auch viele, die dagegen sind. Welche Rolle spielt denn die Genossenschaft Lebensräume bei der ganzen Geschichte, in der ganzen Geschichte? Ja, wir beobachten das natürlich, die öffentlichen Debatten, die es da geht, die auch sehr berechtigt sind. Mir ist aber die Diskussion und die Sichtweise im Moment etwas zu einseitig nur auf das Thema Einzelhandel gerichtet. Brauchen wir da noch Quadratmeter und wenn ja, wie viel Quadratmeter? Das ist sicherlich eine Sache, die man untersuchen muss, aber ich sehe das Thema Neukünigter Heide in einem wesentlich größeren Zusammenhang. Ich hatte erst was über Strukturwandel gesprochen und gesagt, in welchem Prozess wir uns hier befinden. Und Strukturwandel bedeutet ja nicht nur, dass für uns hier irgendetwas verändert wird, sondern wir brauchen bei all diesen Prozessen viele Menschen, die wieder, so wie Anfang der 60er Jahre, sagen, ich gehe dahin, weil da passiert was Großartiges. Und das ist für mich eine neue Lebensaufgabe, dort daran mitzuwirken. Und jetzt müssen wir überlegen, welches Angebot machen wir den Menschen, die da vielleicht aus Berlin, München oder Hamburg zu uns kommen sollen. Sagen wir, wir haben ein paar toll sanierte Plattenbauwohnungen oder zeigen wir, diese Stadt erfindet sich neu. Hier gibt es komplett neue Entwicklungen. Und Neue Künigter Heide ist für mich ein neues Wohnquartier.
ein neues Stadtgebiet, wenn man so will, im Kleinen. Früher haben wir über Wohnkomplexe gesprochen. Der Begriff ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß, sondern wir bauen neue Quartiere mit allem, was dazugehört. Und diese Chance haben wir, wenn jemand kommt, dort investiert. Nicht? Da kommt ein Investor, der will viel Geld dort verbauen, um damit die Voraussetzung zu schaffen, dass wir auch anderweitig eine solche Stadt weiterentwickeln können. Und da ist für mich die Frage, welches Signal wollen wir senden? Wollen wir sagen, nein, wir wollen alles konservieren und so lassen, wie es ist, und wir machen ein kleines Museum aus dieser Stadt? Oder wollen wir uns wirklich nach vorn entwickeln? Und das sind Prozesse, die sind nicht immer einfach. Eine solche Stadt, da gibt es auch Zwischenschritte und Zwischenprozesse, wo das eine verschwindet, etwas Neues entsteht. Das kennen wir ja aber in Hoyerswerda. Und wenn wir es gut dirigieren, dass wir in eine vernünftige neue Entwicklung kommen, dann glaube ich, dann haben wir als Stadt auch da eine gute Perspektive in diesem Strukturwandel, weil wir sind in hartem Wettbewerb mit anderen Standorten, die auch nach vorn marschieren. Wenn ich an Cottbus denke, wenn ich an Görlitz denke, wenn ich an Bautzen denke, alle stellen sich heute auf und da müssen wir eben überlegen, welche Rolle wollen wir da spielen. Die Fußstapfen sind groß, jetzt ist es ja ein Schandfleck, aber die König der Heide damals war durchaus ein tolles Areal. Schauen wir mal, was wird. Ein Thema haben wir noch, natürlich wird auch in diesem Jahr gefeiert bei den Lebensräumen und das aus gutem Grund, denn die Genossenschaft wird 70. Herr Vielzeck, wird das Partyjahr? Das kann man so sagen, wenn er 70 Jahre geworden ist. 70 Jahre einen guten Ruf bei seinen Mitgliedern hat und unsere Mitglieder uns heute noch sehr treu sind, das merken wir immer, wenn wir die ganz langjährigen Mitglieder zu Jubiläumsveranstaltungen Ende des Jahres einladen, der darf so etwas auch feiern und zeigen, dass er hier ein Geschäftsmodell hat, was wirklich nachhaltig ist. Und das wollen wir. Wir wollen Ende des Jahres eine tolle Gala-Veranstaltung mit unseren Mitgliedern und mit unseren Partnern machen. Und wir wollen insgesamt das gesamte Jahr mit unseren Veranstaltungen unter diese 70 stellen, so ein bisschen in den Blickpunkt. Es wird natürlich wieder ein großes Sommerfest geben, wird dies ja etwas zeitiger sein, hat mit der Ferienplanung zu tun, der Schulen. Wir werden wieder die Mitsingenacht veranstalten und insbesondere rufen wir auch weiter unsere Mitglieder auf, macht etwas gemeinsam, macht etwas mit euren Nachbarn, mit euren Mitbewohnern, die ihr habt. Viele kennen unser Nachbarschaftsfonds und unser Nachbarschaftsprogramm, dass wir so etwas, wo unsere Bewohner miteinander gemeinsam Zeit verbringen und dieses Jahr sagen, wir wollen ja gemeinsam die 70 Jahre Genossenschaft feiern, das wollen wir unterstützen, weil so wird Gemeinsamkeit gelebt, entwickelt und das ist das A und O einer Genossenschaft. Wir sind nicht für andere da, sondern für uns und das wollen wir unterstützen und deswegen freuen wir uns auf die 70. Also, dann hoffen wir mal, dass es ein tolles Jahr wird für die Genossenschaft. Ich danke Ihnen, Axel Vielzeck, für die Informationen, liebe Zuschauer. Und wir beide danken Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ladies Night am 6. Februar in Finsterwalde. Die Sparkasse Elbe Elster lädt ein ins Weltspiegelkino zur romantischen Komödie Ein Pyjama für zwei. Erleben Sie das Leinwandtraumpaar der 50er und 60er Jahre, Doris Day und Rock Hudson. Und lassen Sie sich in die Welt der prosperierenden US-Werbeindustrie entführen. Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Hallo liebe LAV-Handballfans, mein Name ist Alexander Kannbeck und ich lade euch recht herzlich gegen den Zwönitzer HSV ein. Am kommenden Samstag um 17.30 Uhr im BSZ Konrad Zuse brauchen wir wieder tatkräftig eure Unterstützung. Kommt alle fleißig in die Halle und klatscht uns zum nächsten Sieg. Und passend zum Auftakt der Sendung geht's auch in unserem Lausitzwelle-Kalenderblatt heute in die Geschichte einer Feuerwehr, nämlich nach Hoyerswerda. Im Anschluss gibt's dann noch das Wetter und ein paar schöne Tipps für Ihre Freizeit. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 31. Januar 1897 wurde in Hoyerswerda eine freiwillige Feuerwehr gegründet. 46 Mitglieder gehörten ihr an. Obwohl in einer Polizeiverordnung von 1873 geregelt war, dass alle männlichen Bewohner von 18 bis 40 Jahren zu einer Pflichtfeuerwehr gehörten, gab es schon damals engagierte Floriansjünger, die den Brandschutz offenbar sehr ernst nahmen. 1925 wurde die Wehr mit automobilem Löschzug ausgestattet. Immerhin 32.000 Goldmark kostete das Gerät. Mit Gründung der Berufsfeuerwehr 1950 löste sich der damalige Löschzug fast auf, wurde aber 1959 wieder neu formiert. Bis heute ist die Wehr als Freiwillige Feuerwehr Altstadt aktiv. Das Lausitzwelle Kalenderblatt.
Das sorbische Nationalensemble Bautzen lädt sie am 2. Februar zu einem ganz besonderen Ballettmärchen ein. Erzählt wird die Geschichte eines Papageien aus Brasilien, der durch ein Unwetter mit einem verletzten Flügel in die Hütte einer Kräuterhexe geweht wird. Die Waldvögel stecken währenddessen in den Hochzeitsvorbereitungen und treten dem Fremden zunächst skeptisch gegenüber. Bis auf die Elster. Da nun auch die hilfsbereite Hexe ihre Hände mit im Spiel hat und so noch mehr Verwirrung stiftet, entspinnt sich eine erlebnisreiche Geschichte, die nach einer verrückten Nacht im Wald vielleicht doch noch ein gutes Ende findet. Lassen Sie sich und Ihre ganze Familie verzaubern. Die Vorstellung beginnt um 17 Uhr. Die Oberschule in Hoyerswerda, von ihren Schülern auch Oschi genannt, lädt am Freitag, den 2. Februar, alle Eltern, zukünftigen Schüler und Interessierte zum Tag der offenen Tür ein. Um 16 Uhr ist die Eröffnung durch die Schulleiterin und bis 19 Uhr hat man die Möglichkeiten, sich unter anderem über das Projekt Deutsches Hygienemuseum oder über das Schulkonzept zu informieren. Schulförderverein, die Berufsorientierung und die Schulsozialarbeit stellen sich ebenfalls vor und die Räumlichkeiten der Schule können bei der Schulführung mit anschließender Gesprächsrunde besichtigt werden. Am kommenden Wochenende lädt der Pumpsche Karnevalsclub in das Sula Clubhaus in Schwarze Pumpe zum fröhlichen Beisammensein ein. Am Samstagabend gibt es ab 18 Uhr Karneval für Jung und Alt. Und am Sonntag dann ist bereits ab 15 Uhr Feiern für jedes Alter beim Familienkarneval angesagt. Nach Durchzug einer schwachen Kaltfront in den Frühstunden war es zunächst noch bedeckt, im Tagesverlauf wechselnd bewölkt und nur selten gab es anfangs noch schwache Regenschauer. Mittags wurde es dann trocken bei Höchstwerten von 7 Grad im Flachland und 5 Grad in den höher gelegenen Gebieten. Der Wind wehte schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen mit frischen Böen. Am Donnerstag schickt das Tief Margret mit Zentrum von der Küste Norwegens eine Kaltfront mit Schauern zu uns. Auf der Vorderseite zeigen sich in der Nacht noch gelegentlich die Sterne bei Werten zwischen 3 bis 5 Grad. Mit Sonnenaufgang setzt von der Königsbrücke Heide schauerartiger Regen ein und zieht rasch nach Südosten. Ab Mittag dreht der Wind auf nordwestliche Richtung, die Schauer hören vor der Grenze zu Brandenburg auf und auch die Sonne lässt sich wieder bei 6 bis 7 Grad blicken. Der Südwestwind am Vormittag dreht auf Nordwest und weht im Mittel meist mäßig mit frischen Böen. Im Bergland fallen in den Frühstunden bei starker Bewölkung Schauer, anfangs mit Schnee vermischt. Die Berge liegen zeitweise bei 1 Grad in den Wolken. Im Tagesverlauf klingen die Schauer ab und nachmittags gibt es auch zögernde Auflockerungen. Die Höchstwerte erreichen 5 Grad. Der Freitag ist überwiegend bedeckt mit etwas Regen. Der Südwest- bis Westwind weht spürbar mit frischen bis starken Böen. Die Höchstwerte erreichen 5 bis 6 Grad. Der Sonnabend leitet ein mildes und windiges Wochenende ein. Viele Wolken tummeln sich am Himmel mit früh und abends leichtem Regen, bei Höchstwerten von 9, maximal 10 Grad. Der Südwestwind weht im Mittel mäßig bis frisch mit starken, zeitweise steifen Böen. Das war die Drehscheibe Lausitz. Sie haben jetzt erst eingeschaltet? Keine Sorge, Sie finden wie immer unsere komplette Sendung auch noch einmal auf Abruf auf lausitzwelle.de. Und wir sehen uns dann morgen wieder ab 18 Uhr im Lausitzwelle Fernsehen per Kabel, DVB-T oder Internet-Livestream. Und wenn Sie eine Schüssel haben zum Fernsehempfang, dann schalten Sie ein ab 18.30 Uhr auf Sachsen 1. Auf Wiedersehen! Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.